Heute haben wir die klare Aufforderung, einen echten Plan zu machen, statt irgendwie wild loszurennen und dadurch unterwegs die Hälfte zu vergessen, zu übersehen, im Feuereifer irgendwie Dinge zu verschlimmbessern oder wie auch immer. Sondern erst hinsetzen, wirklich aufschreiben, Schritt 1, 2, 3, 4. Ich muss bedenken, ich muss mich melden, ich muss absprechen, ich muss organisieren, Haken dran machen, To-Do-Liste aufschreiben. Wirklich das gut geplant ist halb gewonnen Motto leben, statt wild loszurennen und dabei, wir sehen das hier so schön mit unserer Katze, ja, auf so einem Spontantrip zu sein und dabei irgendwie ganz viel einzureißen, das führt uns jetzt hier gerade im Moment nicht weiter. Ja, und ich meine, weiß ich nicht, wenn jemand viel verreist, dann sitzen die Handgriffe zum Beispiel. Ne? Du weißt, was du in diesen Koffer reinpacken musst. Das sitzt einfach. Aber wenn du nur einmal im Jahr in den Urlaub fährst, also ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Wenn du nur einmal im Jahr in den Urlaub fährst, dann sitzen die Handgriffe halt nicht. Dann macht es vielleicht Sinn, sich eine Liste zu machen. Denk dran, Ladekabel einzupacken. Denk dran, vielleicht einen Adapter einzupacken, wenn die Steckdose anders ist. Denk dran, vielleicht, weiß ich nicht, ein Wörterbuch einzupacken, Sonnenmilch einzupacken, was man halt auch gerne mal vergessen kann, eine Sonnenbrille und sowas. Also guck mal, dass du wirklich eine Liste machst oder eine entsprechende App hast, die dir dabei hilft. Denn die Sache ist zu schön und zu wichtig, um da irgendwas zu verschnarchen und zu übersehen. Das kann auch bezogen sein auf Gespräche, die geführt werden. Auch hier gut vorbereitet ist halb gewonnen, ob das jetzt um ein Bewerbungsgespräch geht, um ein Gespräch für eine Gehaltsverhandlung, ob das um ein Gespräch geht mit deinem Vermieter, ein Gespräch auch von Herz zu Herz, weil vielleicht irgendwelche Dinge ausgeräumt werden müssen, zwischenmenschlich. Überlege dir, was du sagen möchtest, überlege dir deine Argumente, vielleicht machst du das auch erstmal schriftlich. Überlegst dir auch, wie das bei der anderen Person ankommen könnte, welche Argumente du noch anführen könntest, wenn das, was du dir überlegt hast, nicht zieht. Und dann erst geh in das Gespräch rein. Das ist die Botschaft für heute. Gut geplant ist halb gewonnen. Und ich hoffe, wer immer es hören muss, dass es dir hilft. Und wie gesagt, Energien sind ja fließend. Das kann auch noch für die nächsten Tage relevant sein, wenn da was Dementsprechendes anstehen könnte. Ich wünsche uns allen einen zauberhaften Tag und bis bald, deine Denise.